Herzlich willkommen zu einem neuen Video und vorab, ich bin immer noch so ein bisschen krank und ich glaube, das wird auch nicht mehr besser werden. Heute wollte ich mal über drei Manga reden, die ich so ein bisschen bereut habe, gekauft zu haben, aus den verschiedensten Gründen. Auf Platz 3 haben wir Dark Hideout. Der Horror-Manga ist unter Egmont erschienen und hat in meinen Augen sehr coole Zeichnungen und auch ein sehr nices Paneling. Also da bereue ich auf jeden Fall gar nichts. Das sieht alles sehr clean aus, sehr düster auch immer hier. Was ich vor allem mag, sind immer diese weißen Linien. Ich weiß nicht, ob man die gerade so gut sehen kann, aber die werden hier immer oft so als stilistisches Mittel so genutzt. Aber wo ist jetzt genau mein Problem mit Dark Hideout? Also ich glaube einfach, dass es nicht so mein Ding ist. Es geht um ein Pärchen, das ihren Sohn verloren hat und dann auf so eine Urlaubsreise geht, um dieses Traumata irgendwie zu bewältigen. Das Pärchen trifft dann da so auf komische Geschöpfe und währenddessen erfährt man immer mehr von deren Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die könnte, glaube ich, für ein paar funktionieren. Aber für mich war es irgendwie so gar nichts. Es hat mich so komplett kalt gelassen, es hat mich gar nicht mitgenommen. Ich weiß nicht mal warum, ich fand generell viele Ansätze eigentlich ganz cool. Ich mochte die Zeichnung, ich fand auch diesen Horroraspekt eigentlich ganz nice. Aber irgendwie hat es mich komplett kalt gelassen. Es hat mich so gar nicht mitgenommen. Und ich glaube vor allem bei so einer Story, was dann sehr viel auf Emotionen aufbaut, auf die Vergangenheit, wenn das einen so gar nicht mitnimmt, dann kann man damit eigentlich fast gar nichts mehr anfangen. Und das ist, glaube ich, so mein Problem mit Dark Hideout, dass es einfach nicht so mein Ding ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass viele andere damit sehr viel Spaß haben werden. Nur persönlich für mich war es jetzt nichts. Trotzdem, ich bereue es nicht so extrem, weil es ist halt ein One-Shot. Aber hätte ich vielleicht auch drauf verzichten können. Dann auf Platz 2 habe ich Ayashimon von Yuji Kaku, der hat auch Hell's Paradise gemacht. Und das war auch eigentlich der Kaufgrund, warum ich mir Ayashimon geholt habe. Ich denke, die meisten können sich schon denken, warum ich den Kauf bereue. Und zwar wurde die Reihe geäxt nach 3 Bänden, weshalb sie halt nie fertiggestellt worden ist. Aber warum habe ich mir dann trotzdem 2 Bände davon geholt, obwohl die Reihe geäxt worden ist? Das Problem war, dass ich es einfach nicht wusste. Als Ayashimon nämlich damals angekündigt wurde, wurde halt so gesagt, dass es nur 3 Bände davon geben wird. Und als ich dann noch gehört habe, dass es von dem Macher von Hell's Paradise ist, dachte ich so, ja, könnte vielleicht ganz cool werden. Ich mag ja Hell's Paradise eigentlich. Deshalb wollte ich da einfach mal reinschauen. Und als ich mir Band 2 geholt habe, habe ich damit gekriegt, dass es geäxt worden ist. Und ich war so, Alter, das ist so scheiße wirklich. Weil jetzt habe ich gar keinen Bock, mir Band 3 zu holen, weil warum soll ich das noch machen? Also, ich habe Band 2 noch gelesen, aber ich habe keine Lust, mir noch Band 3 zu holen, weil warum soll ich weiterlesen bei einer Geschichte, die niemals weitergeführt wird? Aber ich finde es eigentlich schade, dass es geäxt worden ist, weil ich finde, Ayashimon war eigentlich ganz cool. Also mit so 7, 8 Bänden hätte man es, glaube ich, gut abschließen können. Die Story ist mehr so auf Comedy getrimmt, jetzt nicht so wie bei Hell's Paradise, wo es ein bisschen ernster ist, sondern hier geht es halt viel um Comedy, vor allem der Protagonist will einfach nur so ein Manga-Held werden. Und deshalb nennt er halt auch immer Leute wie Son Goku oder One Punch Man und so. Und er ist halt einfach ein extrem starker Mensch. Da gibt es aber eigentlich noch viel mehr Hintergrund zu, was aber wahrscheinlich nie erläutert wird. Ich habe keine Ahnung, also ich habe mir Band 3 nicht geholt, aber ich denke mal nicht, dass es da noch mehr erklärt wird. Was halt eigentlich schade ist, weil ich finde, Ayashimon hatte eigentlich so das Potenzial, eine relativ coole Reihe zu werden. Ich hatte Spaß mit der Reihe auf jeden Fall. Aber ich kann sie euch halt gar nicht empfehlen, weil ja, in den 3 Bänden oder jetzt in meinem Fall in den 2 Bänden macht es jetzt nichts Krasses. Und ja, finde ich, extra Reihe würde ich es jetzt nicht empfehlen. Ich habe es mir halt damals einfach geholt, weil ich es nicht wusste. Aber ja, holt euch Ayashimon nicht. Also den Kauf bereue ich wirklich. Und auf Platz 1 ist ein Manga, dessen Kauf ich mega bereue. Und zwar Uzumaki. Erstmal muss ich sagen, dass ich Uzumaki am Anfang eigentlich ganz gut fand. Aber es dann mit der Zeit, fand ich, immer schlechter wurde. Vor allem in der Mitte war es so dermaßen zäh. Was noch dazu kommt, ist, dass Junji Ito jetzt nicht der heftigste Zeichner ist. Aber vor allem sein Paneling ist manchmal mega anstrengend. Und in der Mitte fängt Uzumaki an, episodenmäßig in jedem Chapter was anderes zu erzählen, wodurch ich irgendwie diese ganze Story nicht mehr ernst nehmen konnte. Es gab zum Beispiel ein Chapter, wo die Protagonistin so in der Schule war und dann kam da so ein Mitschüler rein und der wurde halt einfach zur Schnecke und die anderen Klassenkameraden so, oh scheiße, er ist zur Schnecke geworden und dann wird der Lehrer nachher auch noch zur Schnecke und im nächsten Chapter sitzen die einfach alle wieder in der Klasse und tun so, als wäre nichts passiert. Wodurch halt irgendwie diese Ernsthaftigkeit irgendwie rausgenommen wird. Vor allem die Chapter ähneln sich auch noch extrem, weil jedes Chapter ungefähr gleich aufgebaut ist. Das Chapter fängt irgendwie an, dann wird ein neuer Charakter introduced und das ist dann auch der Charakter, der stirbt. Und jedes Chapter ist einfach so und dieser Horror funktioniert einfach nicht mehr, weil dieser Junji Ito Horror, finde ich, auf diese Länge einfach gar nicht mehr geht. Also bei Remina geht es halt noch, Remina ist ungefähr so die Hälfte davon und dann passt das auch. Aber ich finde, bei Uzumaki verläuft es sich in der Mitte so krass, dass ich keine Lust mehr hatte, weiterzulesen. Ich hatte keinen Spaß damit, wirklich. Ich finde, Richtung Ende fängt es sich dann wieder ein bisschen und nimmt dann auch ein paar Sachen wieder auf, die so in der Mitte so gebracht worden sind, zum Beispiel das mit der Schnecke. Aber so richtig holt es für mich dann doch irgendwie gar nicht mehr raus. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich war eh schon weg davon. Und ich werde Uzumaki wahrscheinlich nie wieder anpacken. Also Remina fand ich eigentlich noch ganz cool, aber Uzumaki war
gar nicht meins, also wirklich. Das war's mit dem Video. Habt ihr noch Manga, die ihr irgendwie bereut habt, gekauft zu haben? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ciao.